Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier auf der Suche nach heiligem Wasser und ja, ihr seht, wir sind im Tempel des Himmelsblicks. Denn das Wasser soll sich hier befinden und das gönnen wir uns auch direkt mal. Schade. Och, jetzt geht er kaputt. Ich hasse es. Ihr seid ekelhaft. Ekelhaft. Naja, auf jeden Fall müssen wir wieder hier im Tempel des Himmelsblicks durchgehen. Wir müssen hier durchwandern und das kann sich als problematisch darstellen. Ich sage euch aber, wir werden es in einem Part schaffen, hier uns durchzukämpfen. Ach, geh doch da durch. Okay, ich glaube, wenn Link so weitermacht, überdenke ich das mit dem einen Part nochmal. Was haben wir denn hier? Oh! Ja, Moment, ich habe dich ja schon am Vulkan getroffen. Oh, suchst du hier noch auch nach Schätzen? Ertappt. Ah, dachte ich mir doch. Ich kann an deinem Gesicht sehen, dass du auf Schätze aus bist. Bist du auch wegen der Geschichte dieses Feldtyps hier? Jo. Ich werde den Schatz zuerst finden. Was für ein Ding? Was willst du von mir? Hast du noch alle Latten am Zaun? Naja. Das hier, meine lieben Freunde und Kinderchen, ist eine sehr, sehr schöne Wandtafel, mit der wir auch wieder malen können. Ja! Lasst uns malen, Leute. Und zwar würde ich sagen, malen wir uns einen wunderhübschen, fetten Rubin. Das, meine lieben Freunde und Kinderchen, ist ein Rubin und ja, nichts anderes wurde auch erkannt. Super! Ich würde auch sagen, wir machen heute sowas von... Oder was heißt heute? Heute wohl nicht, aber wir machen generell in den nächsten Parts unser Repertoire an Rubinen voll. Kann ich dich auch so einsammeln, das wäre richtig geil. Es geht sogar. Meine Fresse. Was kann das Spiel eigentlich nicht? Ich bin immer wieder aufs Neueste überrascht, was hier möglich ist. Krass. Oh, nee, da renne ich durch. Fick dich. Nee, Leute, sorry, aber das sind für mich keine 100%. Ne? Ich renne da durch. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Das klaut mir nur meine wertvolle Zeit. Oh, du fettes Rindvieh. Hab ich da. Hallo? Oh. Oh. Okay, sehr schön. Die Spinne muss aber trotzdem beseitigt werden, ne? Wo ist das nötig? Ist das nötig? Wo kommt ihr her, Alter? Autsch! Bist du ekelhaft? Verpiss dich! Junge, wo kommst du denn her? Wo kommen die alle her? Ist hier so ein Spawner für die? Anscheinend nicht, aber irgendwie doch, oder? So viele wie da rausgekommen sind, Mann. Meine Güte. Och, nö. Leckt mich. Oh. Okay. Ganz viele Baldorfische. Oh nein. Oh nein. Warte mal, wer schießt hier, hä? Wer? Wer wagt es? Okay, wir brauchen einen Schlüssel, um da reinzukommen, heißt... Autsch! Geht's noch? Schlampe. Sorry, du Moppel. Ach, Junge. Oh, Junge. Wir kriegen so auf die Fresse, kann das sein? So, ich würde sagen, lasst uns direkt mal hier reingehen. Mal gucken, was da so drin ist. Ich kann mich hier an eine Stelle erinnern, wo man graben kann. Ist die irgendwie relevant? Anscheinend, sonst würde sich der Typ nicht melden. Verflucht, der ganze Ärger, diesen Monstern den Schlüssel abzuknüpfen, umsonst. Ich habe ihn in ein Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ha, der Schlüssel sollte mir den Weg zu gewaltigen Reichtümern bahnen. Ich bin mir sicher, dass ich ihn hier in der Nähe vergraben habe. Danke für den Tipp und ich weiß auch jetzt ganz genau, wo der ist. Nicht hier, wo der Typ gerade gelabert hat, sondern etwas weiter in diesem Raum.
Etwas weiter, doch. Doch, 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 doch. Das kann man schon so sagen. Hallo. Nein, den Tipp brauche ich nicht. Den brauche ich schon seit... Oh. Den habe ich schon beim ersten Tempel nicht gebraucht. Wir müssen uns hier unten durch. Ich hoffe, das geht. Verschwinde, Mistvieh. Kann ich da überhaupt rein? Geht das? Es geht. Ich habe es jetzt nicht für möglich gehalten. Also ich hätte echt noch ein paar Mal versucht. Ich hätte es noch ein paar Mal versucht und dann hätte ich abgebrochen, weil... sah erstmal so aus, als würde es nicht klappen. Und da müsste auch der Schlüssel sein. So ist es. Easy as fuck. Weil... wenn du hier vorbeikommst... wenn du hier schon beim ersten Mal vorbeigekommen bist und das Spiel ein bisschen kennst, weißt du einfach, okay, da muss irgendwas vergraben sein. Besonders, ich wusste ja, dass man ein zweites Mal hier hinkommt. Aber dass es echt so kurz ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wahrscheinlich jetzt nur noch der Schlüssel. Da kann man hier schon durchrennen. Also, der Tempel ist eigentlich nur wieder vollgepackt mit Gegnern und... Autsch. Ey, ich verliere gerade Herzen, das geht nicht mehr, ne? Kann das irgendwie sein? Oh, ich krieg den dritten nie tot. Ey, kannst du jetzt mal auf... Hallo? Junge! Ich check das nicht. Meine Fresse. Gib mir den scheiß Rubin und verpiss dich, Alter. Ist das dein Ernst? Also ich persönlich denke ja, dass wir uns wieder da durchmogeln können. Und einfach nur dadurch... einfach nur durchrennen müssen. Wir müssen da einfach nur durch. Dann klappt das auch. Hallo? Ja, guten Tag. Nein. Tschüss. Alter, nerviges Rindvieh. Ja. Einfach hier durch, dann passt das. Hä? Wieso? Autsch. Oh, jetzt weiß ich auch, warum der Scheiß zu ist. Damit wir da nicht nochmal durch können. Dreckskacke. Was kann ich denn jetzt machen? Was kann ich jetzt am besten machen, dass die außer Fassung bringt? Ich weiß es nicht. Ah, ich weiß es. Guckt mal, was da ist. Da ist eine Bombe. Was? Sag mir nicht. Die schießen den Käfer ab. Die schießen den Käfer ab. Euer Ernst? Nein! Ich glaube, diese Viecher halten auch nur einen einzigen Schlag aus, nach meiner Erinnerung zufolge. Und, ja. Demnach ist die Bombe einfach nur so ein One-Hit für die. Aber auch für unser Schwert. So. Ah, war klar, dass er da nochmal rauskommt. Das darf nicht wahr sein. Und dafür habe ich jetzt den langen Weg auf mich genommen. So, hier muss schon alle... einer alles leergeräumt haben. Es ist nichts mehr da. Nur noch Wasser. Und wer braucht das denn? Ich gehe heim, man sieht sich. Ey, jetzt mal halblang der Wasserdrache habe da. Der Wasserdrache braucht das. Du Arschloch. Sei mal nicht so egoistisch hier, ja? Ich glaube irgendwie, dass wir heute zum ersten Mal sterben können. Es ist möglich, aber vorher will ich erstmal dem entgegenwirken, indem ich hier Herzen sammle. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Ohne einen Tod. Oh. Hier kann man auch noch graben. Okay, ich glaube, wir gehen nicht Game Over. Und rein mit uns. Ah, riecht ihr das? Ja, ich rieche es auch. Der Geruch des Sieges. Wir müssen jetzt eigentlich nichts anderes machen, als zur Quelle zu gehen, aber... kommt jetzt etwa Girahim Reloaded? Nein. Drei Stahlfoss, übertreib halt direkt, ey. Direkt übertreiben müssen, ne? Okay, jedes Mal, wenn ich jetzt sehen sollte, dass einer... genau, das hier hat. Scheiße. Dreck. Ja, die ziehen zurück nur ein Herz ab, aber es gibt noch die Phase, wo sie ausrasten. Das ist nicht so knackig. Okay, Nummer 1.
Oh, wie soll man denn auf drei Gegner gleichzeitig achten? Wie soll das denn gehen, Alter? Nein! Oh, war das knapp. Jungs, ihr seid so nervig, ne? Gebt mir einfach nur die Möglichkeit, hier abzuhauen, ganz ehrlich. Vor allem... Scheiße. Es ist so einfach nur Gegnerplatzierungen und sowas, ne? Dass ich hier nicht durchrennen kann, das regt mich gerade noch mehr auf. Oder geht das? Nein. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Sorry, du Moppel. Ja, der erste ist im Arsch. Geil. Direkt mal auffällig, unauffällig das Herz schnappen. So, hat keiner gesehen. Oh, nein. Oh, ich hasse euch Viecher, ne? Ihr seid so... Ach, Junge. Ah! So, das war's mit dir. Man muss halt nur ein bisschen ausrasten. Dann klappt das auch. Boah, aber auf drei dieser Gegner zu achten, nicht einfach. Nicht einfach und nicht gut. So. Weiter geht's. Und hier müsste eigentlich das Ziel unserer Reise sein, unserer dennoch kurzen Reise. Leicht beschwerlich, aber dennoch machbar. Ich spüre heiliges Wasser in der Nähe. Es gibt keine Störungen durch Auren von Kreaturen, daher ist die Aurasuche verfügbar. Ach, wegen der Kreaturen, ach so. Deswegen funktioniert die im Tempel nicht. Ich wollte schon sagen, warum das denn? Ich habe da oben übrigens einen Rubin gesehen und nicht nur einen, ich glaube sogar mehrere. Oder ist das ein... Was ist denn das sonst? Ja, ist ein roter Rubin, glaube ich. Ja. Ja, ja. Sah erstmal so aus wie ein Bärenstein-Halbmond, aber war es dann doch nicht. Ansonsten ist da noch irgendwas? Da oben drauf? Nein, ne? Mm-mm. Okay. Dann ist ja alles supi. Schaut mal. Recht viele... Schmetterlinge, lasst sie uns mal direkt gönnen. Hier ist auf jeden Fall was, das sage ich euch. Hallo? Hallo, fickt nicht meine Gedanken. Und fickt nicht meine Theorie. Dann halt nicht. So. Ja, schade, ich dachte irgendwie hier wäre was. Fuck. Wir müssen eine Fee loswerden. Wisst ihr was, wir nehmen uns den Wundertrank. Yay! Jetzt hat wenigstens dieser gute Wundertrank eine Funktion gehabt. Wasser. Es könnte sich vielleicht noch als nützlich erweisen. Ist es das Wasser? Ist es das? Wahrscheinlich nicht. Weil gewöhnliches Wasser würde eh nicht helfen. Deswegen lass uns nochmal hier ganz genau uns umschauen. Okay. Scheint hier zu sein. An der Stelle. Heiliges Wasser. Dieses reine Wasser hat die Kraft, den Wasserdrachen zu heilen. Diese Kraft ist in keinem normalen Wasser zu finden. Easy. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% ist dies dasselbe Wasser wie im Wasserbehälter des Wasserdrachen. Gehen wir zurück zu ihm. Ach Leute, wie kann das denn sein, dass sich das heilige Wasser so krass verdünnt? Naja, keine Ahnung. Dass es zu normalem Wasser wird. Ich finde das ein bisschen unlogisch. Ja, vielleicht muss es konzentriert genug sein. Und das ist es da nicht. Im Rest des ganzen Wassergedönses. Des kleinen Flusses, der kleinen Quelle. So kann man das sagen. Ist eine kleine Quelle. Eine schöne kleine knackige Quelle. Ja, ja. Ich möchte jetzt übrigens direkt abspringen und dahin fliegen, wenn es möglich ist. Och, bitte. Natürlich ist der Radius so groß, dass du vorher mit dem Vogel nochmal hinfliegen musst. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ja. Okay, auf ein neues. Dankeschön. Dann mal ab zum Wasserdrachen und bitten wir ihn um Unterstützung. Ja.
Waldeingang auf dem Baum. Wo war das nochmal? Hier, ne? Nee, doch nicht, oder? Fluria Wasserfall. Ja, da war's. Südwestlich vom Wald von Firone. So war das doch, ne? Richtig. Okay, dann lasst uns ihm helfen, ja. Wehe, ich verschütte jetzt das Wasser so richtig behindert falsch, ne? Wehe. Wehe. Boah, ist das dunkel hier drin. Das fällt mir jetzt erst auf, Alter. Alter. So! Morgen! Oh, das ist ja ohne... das ist falsche Stimme. Oh, das ist ja ohne jeden Zweifel das heilige Wasser. Schnell, schüttel es in meinen Behälter. Hallo? Giselgert? Hallo? Okay. Wie auch immer du dich darin verstecken konntest. Ah, meine Kraft ist zurück. Sieh hin. Das ist meine wahre Gestalt. Vor dir steht der Wasserdrache Firone. Im Namen der Göttin, Hüterin des Landes. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenkind. Mir scheint, es war nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Oh, wie versprochen werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir. Oh. Sieh. Und er rastet aus. Er macht wen? Er macht den Wasserteiler. Moses? Ich glaube schon. Moses, bist du's? Hier findest du die heilige Flamme. Obwohl der Wasserfall diesen Eingang für viele Jahre versperrte, konnten sich dort trotzdem Kreaturen des Bösen einnisten. Jedoch sollte das für einen von der Göttin Auserwählten kein Hindernis sein. Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden. Aber bitte, seid dennoch vorsichtig. Bis bald. Tschüss. Wo auch immer der gerade hingeflogen ist. Gut, dann ab da rein. In die gute Stube. Oh, first try. Oh, Glanz und Gloria, lass uns das bitte gewinnen, okay? Uiuiui. Boah, wie dunkel der Tempel ist, ne? Und wie einfach jeder Tempel untergründig ist, oder? Ist einfach bei jedem so. Höhlenheiligtum. Unser nächster Tempel. Okay. Ich würde aber sagen, Leute, wir erkunden diesen Tempel erst im nächsten Part weiter. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao. Und dich habe ich im Auge. Ich dich auch. Wow.